Hi, ich bin es Jeremy Baus und wir befinden uns in der Stadt Essen im Stadtwald und links neben mir verkehren die Buslinien 145 und 146. Die Bushaltestelle Schöne Aussicht befindet sich nur 200-300 Meter von mir entfernt, damit ihr schon mal wisst, wo wir uns genau befinden. In diesem Video geht es heute darum, da ich euch zeigen möchte, wie man eine Kamera fernsteuern kann über ein Smartphone oder Tablet. Für die Geräte habe ich mich entschieden, ein Android-Gerät zu nehmen und ein iOS-Gerät, also ein Apple-Gerät. Auch habe ich mich natürlich entschieden, ein Tablet zu nehmen und ein Smartphone. Wir haben hier das Galaxy Tab S von Samsung mit 10,5 Zoll LTE und den kleinen Bruder des iPhones, den iPod Touch, mit dem Betriebssystem iOS. Jetzt werde ich euch zeigen, wie wir die Kamera fernsteuern können über diese Geräte. Bleibt dran, wird bestimmt eine coole Sache. Entschuldigt bitte, dass das Video eventuell wackeln könnte, da sich das Samsung Galaxy S7 Edge, mit dem ich auch gerade das Video aufnehme, auf einem Einbeinstativ befindet und relativ schnell zum Wackeln kommt, wenn hier etwas Wind ankommt. Wir starten einfach die Kamera. Wir haben hier die Panasonic Lumix TZ91. Diese besitze ich jetzt seit gut einer Woche. Habe schon über 1200 Bilder geschossen und einige Videoaufnahmen in 4K. Und kann schon zum ersten sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ihr 30-fach optischer Zoom ist klasse. Ja, ich kann sehr weite Objekte richtig scharf nachholen, also heranzoomen. Ja, nicht wie mit dem Smartphone oder Tablet, wenn man zoomt, dass es dann grisselig wird, das Bild, und verpixelt. Das haben wir mit der Kamera nicht. So, wir gehen jetzt hier bei der Kamera auf Menü. Dazu tippen wir einfach in die Mitte und wählen aus Wi-Fi. So. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir die Kamera mit unserer Fritzbox, die wir zu Hause haben, verbinden möchten, weil das wäre natürlich viel zu weit weg. Nein, Wi-Fi bedeutet hier einfach eine Fernverbindung. Dazu laden wir, also habe ich jetzt mal runtergeladen, aber dazu müsst ihr dann die passende App mal runterladen. Ich habe hier beim Samsung Galaxy Tab S im Google Play Store Panasonic Lumix eingegeben und bin dann auf die Image App gekommen. Diese öffnen wir. Gehen hier bei Kamera, ja, das meine ich, dieses Wackeln, das müsst ihr bitte entschuldigen. Wi-Fi-Funktionen wählen wir aus, neue Verbindung. Wir können auswählen Aufnahme und Ansicht über Fernbedienung, das möchten wir jetzt gleich machen. Dann können wir auswählen TV-Wiedergabe, Bilder während der Aufnahme schicken oder auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen. So, wir gehen auf das erste, Aufnahme und Ansicht über Fernbedienung. So, die App habe ich hier nebenbei offen. Dann gehen wir hier auf dieses Symbol Wi-Fi. Dann steht bitte warten. Mit WLAN TZ91 verbunden, stand jetzt unten. Diese verbinden sich jetzt. Auf der Kamera wird auch schon angezeigt Image App. So, auf dem Tablet habe ich jetzt ganz links oben genau die Kamera, die ich auswählen möchte, die TZ91. Und jetzt sehen wir gleich das Bild, was uns die Kamera eigentlich anzeigt. Immer da drauf oder Fernsteuerung gehen wir. So, dann steht in Aufnahmemodus wechseln, Fragezeichen. Objektiv wird möglicherweise ausgefahren. Ja. So, das Objektiv ist gerade ausgefahren und wir sehen das Bild, was uns die Kamera eigentlich anzeigt, auf dem Tablet. Wir können jetzt einfach Fotos aufnehmen, übers Tablet aus, was eigentlich jetzt die Kamera macht. Ich habe jetzt den Modus ausgewählt, dass der den Hintergrund und das Objekt, was sich sehr nah der Kamera befindet, alles scharf stellt und es manuell dann eingestellt werden kann, was man genau scharf haben möchte. Deshalb habe ich auch mich dazu entschieden, dass wir auf der rechten Seite des Bildes einen Baum haben, der sehr nah vor dem Objektiv ist, und auf der linken Seite haben wir einen Hintergrund, der sehr weit entfernt ist. Das Geile daran ist, dass wir jetzt auswählen können, dass der Baum, den wir auf der rechten Seite haben, extrem scharf ist und der Hintergrund richtig unscharf, verschwommen. Das macht wirklich gute Fotos aus. Nicht alle, aber man kann das natürlich sich aussuchen. Also wie gesagt, wir können hier auch heranzoomen. Dazu stelle ich euch nochmal hier kurz die Kamera scharf, also mein Tablet. So, wir können jetzt wirklich hier richtig heranzoomen. Das wird jetzt gleich ein bisschen unscharf, weil die Kamera, genau, habt ihr es gesehen? Die Kamera zoomt 30-fach weit hinaus und muss natürlich noch mal kurz scharf stellen. Sie muss noch mal gucken, was ist da jetzt alles.
Aber ihr seht, der Baum ist scharf gestellt und wir können, das kann ich euch jetzt nicht sagen, ne, okay, das geht jetzt gerade nicht, das ist dieser klassische Vorführeffekt, natürlich aussuchen, dass wir auch den Hintergrund scharf haben möchten. Dazu muss ich aber irgendwas hier einstellen. Aber ne, ich wollte euch das jetzt einfach nur zeigen, dass man halt eine Kamera auch über ein Smartphone oder Tablet fernsteuern kann. Das ist eine coole Sache. Zum Beispiel für solche Situationen, wenn man irgendwo steht, wo man nicht immer hinter der Kamera stehen kann. Oder man hat die Kamera auf ein Stativ, was sehr, sehr hoch ist und man mit den Händen nicht mehr drankommt. Dann lohnt sich diese Fernsteuerung. So, das war jetzt mit dem Samsung Galaxy Tab S mit 10,5 Zoll Android. Jetzt kommen wir nun zum iOS. Dazu habe ich jetzt gerade mein Tablet kurz weggestellt. Jetzt nehmen wir uns hier den iPod Touch. Kurz entsperren. So. Den stelle ich euch jetzt noch schnell scharf. Dazu gehen wir dann auf die App. Die habe ich natürlich auch schon runtergeladen, aber noch nicht geöffnet. So, darf uns die App Mitteilungen senden? Das wurde ich natürlich auch auf dem Tablet schon gefragt, aber ich hatte die App natürlich schon offen gehabt und alles auch schon ausprobiert. So, wir drücken einfach auf OK, dann haben wir hier die ganzen Nutzungsbedingungen, die liest sich eh keiner durch. So, jetzt gehen wir wieder auf die Kamera, dazu stelle ich euch wieder das Bild scharf. Wir gehen wieder auf Kamera, gehen wieder auf Wi-Fi, Wi-Fi-Funktionen. Also, trennen, ja. Jetzt werde ich gefragt, ob ich das mit dem Tablet trennen möchte, die Verbindung. Das möchten wir, denn wir nehmen jetzt ein iOS-Gerät, den iPod Touch. Neue Verbindung wählen wir wieder. Aufnahme und Ansicht über Fernsteuerung. So, dann gehen wir hier auf iOS, also auf dem iPod. Dazu stelle ich euch den gerade scharf. So, wir tippen jetzt hier auf Wi-Fi. Dann öffnet sich die Einstellungs-App. Da haben wir sie auch schon, die TZ91, weil, hatte ich ja erwähnt, wir haben hier die Panasonic Lumix TZ91. Diese wird jetzt verbunden. Wir sehen, wir haben natürlich hier im Wald kein WLAN, ne, an sich. Wir haben jetzt hier keine Fritzbox, wie ich sie auch zu Hause habe. Und die sind jetzt auch schon verbunden. So, jetzt tippen wir einfach wieder doppelt. Nehmen uns hier die App. Und dann gehen, ah, die verbinden erstmal, okay. Es wird jetzt alles, Kamerateil wird überprüft. Bedienen Sie die Kamera, die verbunden werden soll. Achso, jetzt werde ich hier auf dem Tab, auf der Kamera gefragt. Wi-Fi-Verbindung mit diesem Smartphone herstellen. Gerätename iPod Touch. Ja. Okay, das wurde, glaube ich, jetzt auf dem Galaxy-Gerät nicht gefragt. Aber okay. So, Fernsteuerung. Aufnahmemodus wechseln, Fragezeichen, Objektiv wird möglicherweise ausgefahren. Dann drücken wir wieder auf OK. So, und wir sehen auf dem iPod Touch oder auch auf dem iPhone, wenn man eins hat, das Bild der Kamera auf dem Smartphone und Tablet. Ist eine coole Sache, habe ich euch erklärt, warum man das macht. Finde ich eigentlich eine schöne Sache, ja. Wie gesagt, kann ich nur weiterempfehlen. Verbraucht allerdings auch mehr Akku, ne? Das muss man wissen. So. Ihr seht es vielleicht im Video. Auf der rechten Seite haben wir den Baum, der wurde gerade extrem scharf gestellt. Und dann haben wir den, hier funktioniert das besser gerade als auf dem Tablet. Das ist genau das, was ich euch zeigen möchte. Und zwar tippen wir jetzt hier nochmal den Hintergrund. Ja, eben hat es funktioniert. Eben hat es so funktioniert, wie ich es gemeint hatte, dass wenn wir den Hintergrund antippen, dass dieser extrem scharf wird und der Baum auf der rechten Seite wird richtig unscharf. Ja, das kann man sich aussuchen. Aber das ist natürlich wieder dieser klassische Vorführeffekt. Man kennt's. So. Dann gehen wir einfach wieder auf Kamera. Dann noch ein Foto schießen. Achso, und das war nur ganz kurz wahrscheinlich, ne? Wenn ich das jetzt richtig... Jetzt verstehe ich das richtig. Das war eben nur ganz kurz. Das kann man wohl im Nachhinein bei Wiedergabe, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin jetzt auf Wiedergabe gegangen. Darf es auf die Fotos zugreifen? Na klar, kein Problem. Ich habe hier sowieso nichts zu verbergen. Da haben wir auch noch die anderen Fotos, die ich mit der Kamera aufgenommen habe. Hier haben wir auch übrigens schon das Bild. Und im Nachhinein, okay, ich verstehe. Im Nachhinein kann man das dann alles bearbeiten. Nur wüsste ich jetzt gerade, wie man das genau nochmal macht.
Also es ist auf jeden Fall möglich, ne? Es ist möglich, diesen Hintergrund wieder scharf zu stellen und den Baum unscharf. Das ist halt jetzt gerade in diesem Video mal wieder dieser Vorführeffekt. Auch können wir, wenn wir jetzt ein Foto aufnehmen, auch zoomen wieder. Jetzt wurde ich wieder darauf hingewiesen, dass das Objektiv möglicherweise ausgefahren wird. So, wir können jetzt auch hier mit dem Objektiv wieder arbeiten. Wir können wieder heranzoomen bis aufs Maximum. Der Baum wird jetzt gleich wieder scharf. Das dauert eine Sekunde. So, ja, das ist eine nette Spielerei. Was ich allerdings noch empfehlen würde, ist, wenn wir die Kamera fernsteuern über ein Smartphone oder Tablet, dass wir dann das Display der Kamera auch ausschalten, ja, um einfach Strom zu sparen, weil das Display der Kamera brauchen wir nicht. So. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht anzusehen. Ich bin nicht der beste YouTuber, ganz klar, aber mir macht einfach YouTube Spaß. Ja. Mein Hobby sind Busse und Bahn, die finden sich hier auf der linken Seite, die Busse. Das ist natürlich mein Haupthobby, ja. Busse und Bahn, Filmen und Fotografieren, deswegen habe ich mir auch die Kamera gekauft. Dazu noch zwei externe Akkus. Ja, das ist einfach mein größtes Hobby, was ich habe. Busse und Bahn, Fotografieren und Filmen. Daraus besteht mein YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zugucken, ich bin Jeremy Baus, bis zum nächsten Video. Tschüss.